Meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video und heute geht es um das Thema Kryptos. Und zwar, macht es Sinn, Kryptos zu traden? Ne, bedeutet, kurzzeitig zu halten, auf steigende Kurse zu setzen, auf fallende Kurse zu setzen, also natürlich auch durch fallende Kurse Profite zu erzielen. Oder ist es sinnvoller zu investieren? Bedeutet, über längeren Zeitraum zu halten. Und ganz wichtig, ich möchte mich in diesem Video auch nicht mit dieser generellen Frage, ob das möglich ist und was das Beste ist, beschäftigen, sondern vielmehr aus der steuerlichen Sicht in Deutschland. Ja, macht es Sinn? Also als erstes sprechen wir über das Thema Trading, dann über das Thema Investment. Als letztes, am Ende des Videos, möchte ich dir nochmal sagen, wie ich allgemein vorgehe und warum ich für die Zukunft in Kryptos riesengroßes Potenzial sehe. Ja? Aber ganz kurze Frage vorweg, wenn das Thema Kryptos dich interessiert, du sagst, komm, möchte ich auf jeden Fall mal mehr darüber erfahren, ich möchte auch mal in Kryptos investieren, dann lass mal gerne ein Like da, dann weiß ich auf jeden Fall, dass wir in Zukunft auch mehr zu diesem Thema machen werden. So, kommen wir zum ersten Punkt, zum Thema Trading. Meiner Meinung nach, die wenigsten wollen Steuern zahlen, sage ich mal, und deswegen macht Trading von Kryptos für mich keinen Sinn. Ja, weil es ist einfach so, dass wenn du sie unter einem Jahr hältst, wirst du ganz normal mit einem Einkommensteuersatz berechnet. Das bedeutet, bis zu 45% Steuern zahlst du auf deine Gewinne, die du durch Kryptos erzielst. Und dann muss man sagen, okay, möchte ich jetzt 45% Steuern abgeben? Wieso 45% und was mit einem Jahr? Das werde ich später in dem Video nochmal drauf eingehen, warum das so ist. Wenn du aber sagst, du möchtest gerne traden, ja, du möchtest gerne kurze, heftige Bewegungen mitnehmen und das am besten vielleicht sogar täglich, so wie wir das machen, ne? Wir sind hauptberufliche Trader, aber nicht in den Kryptos, dann empfehle ich dir wirklich, lieber an die realen Börsen zu gehen. Also dort, wo wirklich der reale Handel an der Wall Street zum Beispiel stattfindet. Wenn du sagst, okay, cool, Handel allgemein, Trading interessiert mich, dann schau dir gerne mal meine Einsteigerschulungen zum Thema Trading an. Ja, weil wenn du sagst, okay, Kryptos finde ich cool, aber eigentlich ist es ja eher so dieses Arbeiten mit Zahlen, Kursbewegungen und du hast dich noch gar nicht mit dem Thema Trading an sich so beschäftigt, dann schau dir unbedingt The True Trader an. Ich werde es einmal hier verlinken im Video und dann auf jeden Fall nochmal unten in der Beschreibung. So bekommst du auf jeden Fall einen richtig guten Einblick und kannst dann für dich entscheiden, okay, Trading finde ich cool, es müssen gar nicht Kryptos sein, sondern ich möchte einfach nur real handeln, ich möchte an der Börse Geld verdienen und dann ist das auf jeden Fall genau das Richtige für dich. Alles klar, das zweiter Punkt ist das Thema Investment und hier macht es auf jeden Fall Sinn. Kryptos länger als ein Jahr zu halten, zahlst du keine Steuern. Ja, du bist komplett steuerfrei und das macht es halt so attraktiv. Du kannst Geld investieren, du hältst es über einen längeren Zeitraum. Also länger Zeitraum meine ich natürlich nicht täglich. Ich meine es auch nicht eine Woche halten, auch nicht ein paar Monate, sondern es sollte auf jeden Fall über ein Jahr sein. Und damit am Ende all das, was du dir auszahlst, kannst du für dich behalten. Deswegen für mich auf jeden Fall die beste Variante, wenn es um das Thema Kryptos geht. Allgemein finde ich dieses Thema passives Einkommen halt sehr interessant. Bei mir ist es so, und auch bei uns, bei unseren Tradern allgemein, dass wir das Geld, was wir aktiv im Trading verdienen, an der Börse, das Geld nehmen wir und investieren es dann passiv, so gesehen, in Kryptos. Ist natürlich auch nicht ganz passiv, man darf nicht vergessen, du musst dir investieren, du musst schauen, welche Kryptos eignen sich und dann später verkaufst du es wieder. Ganz passiv ist es nicht, aber im Grunde kein wirkliches passives Einkommen ist komplett passiv. Auch wenn du dir eine Immobilie kaufst, musst du erst dich damit beschäftigen, du musst dich später mit deinen Mietern beschäftigen. Ja, das sollte aber ganz klar sein, ja? Dann noch ganz kurze Frage an dich, wie siehst du Kryptos so für dich? Vielleicht hast du dich vorher schon mit beschäftigt oder du siehst es jetzt, was ich dir gerade sage. Bist du eher so der Investment-Typ? Oder sagst du, nein, ich möchte Kryptos auf jeden Fall traden? Schreib es mir gerne mal in die Kommentare, bin ich einfach mal gespannt, so wie da die meisten agieren. Für mich ist halt das Thema Investment ganz wichtig. Und jetzt möchte ich nochmal ganz zum Abschluss darauf zurückkommen, wie sieht eigentlich die steuerliche Situation aus? Wieso muss ich eigentlich Einkommensteuer auf meine Gewinne von Kryptos zahlen? Es sind private Veräußerungsgeschäfte. Das bedeutet, das ist gleich zu sehen, als wenn du Gemälde hast, wenn du Goldbarren zu Hause hast, Silberbarren, du hast ja Gemälde, du hast Schmuck zu Hause und diesen verkaufst du. Das ist im Grunde ein privates Veräußerungsgeschäft. Immobilien sind im Grunde auch ein privates Veräußerungsgeschäft, aber hier ist es wegen der Spekulationsfrist von 10 Jahren, ist es erst nach 10 Jahren steuerfrei. Wenn du jetzt eine Immobilie kaufst, du verkaufst sie nach 10 Jahren wieder, musst du keine Steuern auf deinen Gewinn zahlen. Und bei den normalen privaten Veräußerungsgeschäften, wo diese Regel mit den 10 Jahren nicht ist, ist die Regel von einem Jahr. Also wenn du jetzt ein Gemälde kaufst oder wenn du Schmuck hast und du verkaufst sie nach einem Jahr gewinnbringend, zahlst du keine Steuern drauf. Und genau dort sind die Kryptos einsortiert. Und jetzt ist es nämlich der Punkt, erstmal der Punkt, nach einem Jahr zahlst du keine Steuern drauf, aber der zweite, und das ist halt ganz wichtig, ist es ein regelmäßiger Handel. Also bedeutet das, du möchtest wirklich traden, du machst es regelmäßig, also eine regelmäßige Gewinnerzielungsabsicht. Ja, sagen wir mal, du machst es jeden Tag, du machst es einmal die Woche kaufen und dann am Ende der Woche wieder verkaufen, einmal im Monat.
dann hast du eine Gewinnerzielungsabsicht. Das bedeutet, du musst ein Gewerbe anmelden. Und das ist so der Punkt, wo viele natürlich dann auch sagen, oh was, ich muss sogar bei Kryptos, wenn ich sie traden will, wenn ich sie kürzer handeln möchte, ne, kürzer halten, dann muss ich ein Gewerbe anmelden. Dann ist eher wieder die Frage, okay, machst du dann vielleicht doch lieber als Investment. Ne, weil, du musst einfach sehen, stell dir mal vor, du würdest jetzt ein Oldtimer ist auch so etwas. Wenn du jetzt einen Oldtimer kaufst und verkaufst ihn wieder, verkaufst wieder, ist doch logisch im Grunde, dass das ein gewerblicher Handel ist, oder? Und weil die Kryptos genau dort einsortiert ist, ist es nichts anderes. Ja, deswegen auch nochmal ein ganz wichtiger Tipp, wenn du Kryptos handelst, führe auf jeden Fall immer eine Dokumentation darüber. Also nicht hier mal reinflippen, da raus und mal ein bisschen gucken, jetzt habe ich ein bisschen Geld verdient und auch das ist auch alles super. Wenn am Ende das Finanzamt kommt, dann musst du im Grunde auch vorlegen, wie handel ich. Ne? Bin ich eventuell gewerbepflichtig oder ist es gar nicht nötig, weil ich es eh mal lange halte und deswegen völlig uninteressant ist in diesem Punkt. Das zu dem Punkt, also ganz kurz zusammengefasst, Trading, wenn, dann würde ich es wirklich an der Börse machen. Dafür auf jeden Fall, wenn du dich damit noch nicht beschäftigt hast, unsere Schulung The True Trader unbedingt mal abchecken. Investments für mich persönlich auf jeden Fall sehr lukrativ, sehr interessant. Auch, bin ich dir übrigens noch schuldig, ich habe gesagt, warum ich allgemein Kryptos mit großer Zukunft sehe. Man muss einfach so sich diese ganze wirtschaftliche Situation mal anschauen. Wir stehen eventuell davor, dass wir sogar noch in eine große Finanzkrise kommen. Was denkst du denn, wo die ganzen Leute sich reinretten werden? Werden sie eher in die Märkte gehen, die dann instabil werden? Wo sich Leute eher zurückziehen, weil sie nicht wissen, wie sie sich verhalten werden, wie sich die Unternehmen entwickeln werden in so einer Krise. Und was tun sie dann mit dem Geld? Ja, gehen sie dann, lassen sie es bei sich auf dem Konto liegen, wo wir auch schon Negativzinsen haben etc. oder investiert man es dann eher? Und Kryptos allgemein, was wir hier für Projekte haben, was wir hier für Ideen und Pläne für die Zukunft haben, das wird im Grunde alles verändern. Ja, wir können es uns heute noch gar nicht so groß vorstellen. Aber wir konnten uns aber vielleicht vor 20, 30 Jahren noch nicht vorstellen, dass es jemals so das Internet gibt, wie wir es heute haben. Deswegen, Kryptos werden auf jeden Fall in der Zukunft auch eine ganz wichtige Rolle bei uns im Leben spielen. Davon bin ich einfach überzeugt. Das dazu. Ich hoffe, du kannst einiges daraus mitnehmen. Wie gesagt, schreib gerne in die Kommentare, ob du allgemein dich für Kryptos interessierst, wie du das gerne für dich planst. Und auf jeden Fall, wenn es dir gefallen hat, lass bitte ein Like da. Damit unterstützt du mich, damit unterstützt du uns, dass wir immer wieder solche Videos machen können für dich, ne, dass der Kanal fleißig wächst. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten YouTube-Video wieder. Ich wünsche dir was, mach's gut und dann bis dann. Ciao.